Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zur kurzen Steelbook-Vorstellung heute von Francis Ford Coppolas Dracula, der wunderschön erschienen ist von Sony Pictures in 4K in Zusammenarbeit mit PlayOn Pictures, die jetzt auch den Sony-Vertrieb übernommen haben, was echt krass ist. Ja, ihr seht schon hier ein wunderschönes Motiv, das tolle Plakatmotiv aus den 90ern, hier mit sehr viel tollen Designs und so weiter und hier einem wunderschönen Steelbook-Effekt. Schaut euch nur mal Gary Oldmans Augen in der Mitte an, wirklich toll geworden. Auch hier der Dracula-Schriftzug, einwandfrei. So wie die Spine, Bram Stoker's Dracula, ganz klassisch mit dem Sony-Logo. Und hinten drauf nochmal das wunderbare Geysiren-Gesicht. Wahnsinnig großartiger Film, wunderbar designt. Ebenso wie bei Die Brücke am Kwai haben wir leider keinen Indruck, sondern einfach nur einen blauen Hintergrund, was ich jetzt aber nicht wirklich schlimm finde. Wie gesagt, hier haben wir dann Audiokommentar, Intro von Francis Ford Coppola, Blut des Leben und jede Menge andere Bonusmaterialien. Da könnt ihr gerne mal auf Stopp drücken. Mit dem Film in 4K vorhanden, hier im nativen 4K mit Dolby Vision Master, was damals noch nicht war. Es gab schon mal eine 4K-Auflage und hier ist es jetzt noch geiler und der Film sieht wirklich grandios aus. Und wie gesagt, ein Film mit solchen optischen Raffinessen wie dieser gehört in 4K geschaut. Ich habe auch noch die Blu-ray natürlich an Bord, wie bei Die Brücke am Kwai auch. Es kommen auch noch andere Filme raus, wie Und täglich grüßt das Murmeltier in 4K und andere tolle Streifen. Deswegen habt einen kleinen Blick darauf. Ich wollte euch das jetzt immer kurz vorstellen, weil ich glaube, über den Film muss ich auch nicht sprechen, wie bei Die Brücke am Kwai. Der ist unfassbar bekannt, unfassbar gut, unfassbar krass besetzt mit Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves und viele mehr. Anthony Hopkins als Van Helsing, einer der besten, wenn nicht sogar die beste Dracula-Verfilmung überhaupt, mit einem wunderbaren Soundtrack von Wojciech Killer. Genau. Ja, auch wieder Schaubefehl, Kaufbefehl, alles so unten drunter verlinkt. Könnt euch gerne die anderen Steelbooks auch reinziehen und hier auf dem Kanal nochmal Die Brücke am Kwai nachschauen und die anderen tollen Filme, die jetzt rausgekommen sind, wie zum Beispiel Anatomie eines Falls oder Prince of the City von Sidney Lumet. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und macht's gut. Ciao!